Ja, wofür habe ich jetzt eigentlich diesen Sternebonus verdient hier? Das kann ich euch zeigen. Das kann ich euch vorenthalten. Also fast 2 Millionen Lot hier. Ihr wisst, es ist ja immer noch die Phase des mit dem ein Gembus. Und ihr seht das hier, 962.000 fast von jedem mit den 4.000 Dunklen hier. Ich kriege natürlich relativ wenig Bonus, weil ich recht niedrig in der Base bin. Aber ja, den konnte ich mir nicht entgehen lassen. Und das ist vielleicht nochmal der Nachbrenner von der Folge von die Tage, wo ich ja diese Armee hier ausprobiert habe. Das war nämlich mein Angriff, den ich noch vorbereitet hatte, wenn ihr euch erinnert. Da hatte ich die Armee dann ja nochmal gebaut, habe euch den Angriff dann aber nicht nochmal gezeigt, weil ich dann auch weggefahren bin etc. Und ihr seht das hier, den musst ihr einfach mitnehmen. Also mit so viel Lot hier auf eine RH-11-Base, auch wenn sie RH-10, der viel drin hat. Sie hat immerhin Adler, sie hat zwei Infernos in der Mitte. Ich habe Hawks dabei und ein paar Packer, die leider aber jetzt schon da unten gestorben sind. Aber ich glaube, da oben war noch einer. Ja, da hier oben ist noch einer mit dabei, aber alle Heiler sind schon weg und jetzt die Schweinereiter hier richtig wütend gemacht. Also krasser Angriff. Das muss ich euch einfach mal nicht vorenthalten. Also dem muss ich euch mal zeigen, dass ich es doch kann. Irgendwo. Das war ja die Tage, denn so ist so ein bisschen blamabel. Ah, nicht blamabel. Ich wollte die Truppe ja ausprobieren, gerade die Packers hier auf Max-Level, und ihr seht das hier unten, ein Pekka von den dreien, die ich mit hatte, hat auch überlebt hier. Jawohl, und den Lot hier, ja, den wollte ich euch nicht vorenthalten. Also bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Video starten, Toto kann es doch mit seiner Farmtruppe hier, auch wenn der jetzt keine Clanburg hatte, die mich hier natürlich nicht abgenervt hat, macht aber nichts. Ich denke mal, das ist so in Ordnung. Jetzt noch mit dem ganz kleinen Bonus dabei. Ich meine, es gab jetzt nur 70.000 Bonus drauf. Dann sind wir bei 2 Millionen Lot. Punkt. Also schicke ich meinen Kumpel, kann der auch noch mal gerne zeigen. Und damit herzlich willkommen bei mir, dem Thorsten Agathoto, beim Clan Bettaste. Ja, ich habe sie mal wieder ausgekramt, die alte, verstaubte Facecam hier. Denn ich habe auch eine Frage bei mir schon mehrmals jetzt gehabt in den Kommentaren. Vielen lieben Dank auch überhaupt für die ganzen Kommentare die letzten Tage. Hat mich wirklich sehr gefreut, auch was den Glücksbaum anging. Also ich habe nicht gewonnen, ich habe mit meinen 4 Glücksbäumen leider nicht alles toppen können, aber ist das schon ein bisschen komisch. Aber ja, ich habe die Facecam einfach mal ausgepackt. Der Anton hat nämlich gefragt, wann mein nächster Livestream kommt, und ich habe immer mal wieder samstags einen Livestream geplant. Das könnt ihr nicht glauben. Ich habe hier gesessen, habe alles angemacht, habe eigentlich alles fertig gehabt, und dann habe ich aber trotzdem so gedacht, nee, kannst du nicht machen, Toto. Kannst nicht machen, bist nicht in Stimmung. Das Umfeld passt hier nicht, alles zu wuselig hier in der Family, und alle sind hier am Rumeiern. Dann musst du alle 3 Minuten weg, um hier irgendjemanden zu ermahnen. Und deswegen fielen in den letzten, ja, es ist ja schon 4 Wochen jetzt her, dass der letzte Livestream kam. Aber immerhin, ihr seht jetzt ein Lebenszeichen von mir. Ich habe die Kamera wieder ein bisschen abgestaubt. Sie ist also noch aktiv, so ist es nicht. Und wir sehen den schönen Angriff vom Abo 2.0 vom Clan Bettaste auf die Nummer 19, auf den Gizem vom Clan Freedom. Und das ist jetzt aus unserem aktuellen CK, der läuft auch noch ein paar Minuten. Und ich hatte mir einfach mal 2 Wiederholungen so ein bisschen rausgepickt, denn wir wollen ja natürlich auch ein bisschen was ausgeben. Ja, den 2-Millionen-Angriff am Anfang des Videos, ich hoffe, ihr habt den mal genossen, den konnte ich euch nicht vorenthalten. Den habe ich natürlich ein bisschen voraufgenommen, um den nicht zu vergessen. Und das einfach nur so als Zeichen, so, ja, der Toto kann es ja doch noch. Klar, manchmal findet ja auch ein blinder Toto ein Korn hier, und schön gemacht hier mit dem Gohok. Ihr habt das, glaube ich, hoffentlich im Hintergrund so ein bisschen beobachten können. Also einfach so ein bisschen Status auch von mir. Ja, ich werde sicherlich wieder livestreamen, das ist gar keine Frage, aber ich habe das auch schon im Forum beantwortet, oder nicht im Forum, in den Kommentaren, dass wir oder dass ich natürlich beschäftigt bin, immer mal wieder, also auch an den Wochenendtagen, und dann muss es auch, es muss irgendwie passen. Es muss irgendwie passen, und genauso muss mit dieser CK hier auch so ein bisschen passen. Wir gucken uns den Angriff von Nilch an. Also ich habe mir genau 2 Stück ausgesucht. Dann geben wir auch mal ein bisschen Gas, hauen mal ein bisschen was raus hier. Also so ein bisschen habe ich natürlich auch gefarmt,
oder Hardcore gefarmt. Ich habe mich komplett leer gefarmt, was diese Pullen angeht, um so ein bisschen hier so ein bisschen weiterzukommen mit meinem Rathaus 11 zumindest, denn der ist mir ja doch so ein bisschen nicht ans Herz gewachsen, aber es ist halt mein Main-Char und mit dem Main-Char mache ich nach wie vor am meisten. Auch wenn das nicht den Anschein hat, anhand der Bäume. Ist aber so, ich habe gut nachgefarmt hier, habe effektiv gefarmt und trotzdem habe ich hier den CK nicht so ganz aus den Augen verlassen. Also ich bin im Moment ja nicht dabei, mein Warden levelt. Das erledigen dann die Kollegen hier. Aber ich denke, das sieht ganz gut aus hier vom Knilch auf den Engineered hier. Ja, NGs spielen immer noch eine Rolle hier. Leider. So ist es nun mal. Ich will dir jetzt auch nicht mehr weg oder schlecht reden oder tot reden. Ich muss damit leben, auch in diesem Clan hier, dass es halt so ist. Und dass es nach wie vor relativ effektiv ist oder manchmal relativ effektiv. Also der hier hatte jetzt keine Infernos, das habt ihr gesehen. Die Def ist trotzdem hier Maxed Out für den RH10, also ist es ja nicht. Und ihr wisst selber, wenn ihr solche Accounts spielt oder gegen solche Accounts spielen müsst, dass es echt schwer ist, hier 3 Sterne zu holen und macht aber ganz gut. Queen kann auch zünden, hat noch einen Lakaien dabei, 2 Magier noch im Petto und dann geht das hier sehr, sehr gut durch diese Base durch. Und ich habe mich fürchterlich gefreut, dass ich mal so ein bisschen was geschafft habe, hier ein bisschen was geplant habe. Ihr habt das bestimmt gemerkt, die vielen Clan-Spiele hintereinander, die haben mich ganz schön abgenervt durch die Mehr-Accountigkeit, die ich natürlich auch immer wieder habe. So ein Lakai hier, gar nicht mal schlecht, so einen im Backend zu haben. Und hier oben hat er auch noch einen im Backend gehabt. Also es ist keiner gestorben hier. Und sieht aber sehr, sehr gut aus. Jawohl. Der Magier hätte das natürlich nicht mehr geschafft mit seinem Bogenschützen. Na, hätte er nicht geschafft. Schönes Ding hier vom Knilch auf die Nummer 6. Und es sieht ja aktuell, der CK ist noch nicht vorbei. Sind noch 28 Minuten, 59 Sterne auf unserer Seite, 56 auf der anderen Seite. Also uns fehlt hier mal wieder nur ein Stern. Ein Stern fehlt hier uns und ich glaube, wir haben aber noch Angriffe. Ich muss mal eben schauen, denn hier unten der Sergeant Nick, okay, der kann nichts mehr ausrichten. Aber hier Grinz. Grinz ist einer unserer NGs. Mal sehen, ob der nicht noch den letzten Stern holt. Ich denke, das Ding ist trotzdem gewonnen hier. Aber was wollen wir eigentlich heute machen? Ja, ihr seht's. Ich habe jetzt den ganzen Tag gewartet, die Clan-Spiele sind hier vorbei, ich konnte auch nichts machen. Das könnt ihr daran sehen, dass mein Attack-Log echt schon alt ist. 19 Stunden ist meine letzte Attacke her und meine letzte Defense vor 13 Stunden. Ich bin also jetzt schon so ein bisschen online, habe hier auch nett reingesammelt, 10 Millionen Gold, fast 10 Millionen Elex, habe nach wie vor 4 Bäume. Okay, mal sehen, ob wir das ändern können. Also, wir wollen ein bisschen was ausgeben, wir wollen uns unsere Lager füllen und ich weiß nicht, was ihr in den Clan-Spielen genommen habt. Ihr könnt mir das gerne mal in den Kommentaren niederlassen, für was ihr euch immer so entscheidet. Also mal sehen, ob ich meine Hütte hier wieder voll kriege, denn ihr seht, dass ich habe nichts mehr hier in meinen Magic Items, außer das, was ich im Moment kaum nutze, den Trank. Na, mal gucken, vielleicht muss ich ihn verkaufen. Mal sehen, ob wir uns die Hütte hier wieder voll machen können. Wir nehmen hier die Gems. Wir nehmen das Schubbuch. Wir nehmen hier die Gems. Wir nehmen natürlich das Buch und das Buch. Ich brauche kein Zauberbuch. Und natürlich sind die 3 hier unten echt nett. Hätte ich gern gehabt. Aber wir nehmen den hier. Ihr seht es, Atto Clan Castle. Ich kann mir das ganze Zeug also tatsächlich jetzt in die Clanburg reinballern lassen, beziehungsweise in meine Gems. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, wie viele es waren. Es waren 70 Gems und ich bin immer noch unter 10.000. Das geht natürlich gar nicht. Also ich habe hier auch ein bisschen mit Gem geschubt. Mal sehen, wie das Ganze hier jetzt aussieht. Ja, das sieht schon ein bisschen etwas entspannter aus, wenn ich auch so wirklich entspannt, aber ihr seht das hier, wir haben das Truppenverbesserungsbuch, das will ich natürlich auch nutzen. Ich hatte das ja gestern, glaube ich, gestern in der Folge angekündigt. Wir machen hier die Lava-Hunde fertig für
11 Tage, 16 Stunden, 1580, das können wir uns in jedem Fall gönnen. Also wieder eine Truppe Max, das ist der Hammer, wie schnell das hier jetzt im RH11-Bereich geht. Ihr seht das hier, wie viele Truppen ich auch hier unten schon von den dunklen Truppen habe. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen Elex ausgeben. Ihr wisst es nicht, welche Truppe ich so ein bisschen im Fokus habe. Ich habe die Miner im Fokus. Ich habe ein bisschen die Miner im Fokus. Ich brauche ein bisschen noch so ein kleines bisschen Elex. Jetzt gleich zum Farmen. Und deswegen stoßen wir hier 11 Tage lang die Miner an. Dann habe ich nämlich noch ein bisschen was. Denn in 2 Tagen, ihr seht es, ich hab ein Problem. Ja, 2 Tage, 2 Tage, 2 Tage, 3 Tage. Also ich kriege in den nächsten Tagen etliche Bobs frei. Und das ist natürlich ein bisschen dösig. So viel kann ich hier natürlich nicht reinfahren, weil es ist im RH11-Bereich. Das wisst ihr selber, wer RH11 ist, sehr, sehr teuer. Und wir kriegen hier aber jetzt einen Bauarbeiter frei. Denn mit dem Buch hier können wir auch den Inferno-Turm machen. Also hauen wir auch rein. Oh, Level 190. Up, das ist natürlich super. Dann holen wir uns die Gems hier jetzt erstmal rein, dass wir wieder ein bisschen über 10.000 kommen, glaube ich. Ist, wie heißt es immer, stöhnen auf hohem Niveau oder so. Also wir haben die 10.000 hier in jedem Fall drin. Ich will hier jetzt mal gerade so ich denke mal zwei, drei Sachen wenigstens abbauen. Damit wir kommen noch zum Farmen. Bleibt locker, wir kommen noch zum Farmen. Und aber einfach mal ein Status-Update hier. Ich freue mich auch, dass ich mal wieder ein bisschen mit der Cam was mache. Den habe ich ja wirklich ein paar Tage echt nichts gemacht. Und das ist auch der Hammer. 2 Tage, 11 Stunden. Gehen die nächsten Clan-Games schon wieder voran. Also nach den Clan-Games ist vor den Clan-Games 2 Tage, 11 Stunden. Da gibt es reichlich zu tun. Ich will ja jetzt trotzdem mal kurz so ein bisschen was abbauen. Ja, da bin ich noch so ein bisschen am Schmunzeln am Ende. Also kurzer Schnitt hier. Wir haben ja jetzt eben unseren ersten Inferno-Turm hier auf 5 gehabt, habt ihr gesehen. Max Level. Und er steht immer noch auf, ja, der steht immer noch schön auf Single. Ich denke, die 10 Mille, die sind hier in dem zweiten Inferno-Tower gut untergebracht. Dafür habe ich sie eigentlich auch reingefarmt. Also machen wir den natürlich auch 14 Tage. Damit sind wir erstmal auf Null. Aber meine Minen und Sammler sind hier natürlich relativ voll. Ich konnte ja noch nicht mal mehr meine Karre hier hinten aufsammeln. Also die Lotkarre hier mit reingenommen und mal sehen. Boah, fast 1 Million ist da drin. Das ist natürlich auch, das ist auch nett. Und kleine Ziele muss ich mir mal wieder setzen. Also Queen soll weiter hochgehen. Mal sehen mit den nächsten Elex. 2 Tage, 14 Stunden habe ich den Warden nicht zurzeit. Und gehen wir einfach rein zum Farm. Das hatte ich ja versprochen. Also ich habe auch wirklich auf ganz, ganz kleinem Niveau am Ende gefarmt. Denn ich habe wirklich alles, was an Elex ging, nur mitgenommen. Nur Elex. Ich brauchte ja kein Gold mehr. Das Gold war sowieso auf 10 Mille voll. Also bin ich voll auf Elex und Dunkel gegangen. Ich meine 105.000 zu dem Video, wo ich gesagt habe, mal sehen, ob wir die 192.000 schaffen bis zur Queen. Ich meine, es gibt ja im Moment noch kein Heldenbuch. Also habe ich noch ein bisschen Luft und 105.000 ist für meine Verhältnisse schon richtig, richtig gut. Ja, müssen wir mal schauen, wo ich hier jetzt ansetzen kann. Ja, das ist eine nette Base. Das ist echt eine nette Farmbase. 340.000 Gold und ihr seht das, meine Truppe ist ja nach wie vor relativ billig. Ich habe hier, glaube ich, ich habe ein paar Miner mit in der Clanburg. Vielen lieben Dank, lieber Clan hier. 2 Gift ist natürlich sehr uneffektiv, aber egal. Egal, den nehmen wir mal mit. In der Base, das wisst ihr selber, da kommt ja kein Mensch von hier unten rein, also hier über die Clanburg. Wir können ja mal gucken, ob da was drin ist. Ja, nix. Ist nichts drin, also kommen wir hier oben über diese Flanke hier mal rein. Wir haben ja reichlich Mauerbrecher dabei und auch ein paar Helden. Ein paar von unseren, die kriegen ja überhaupt keinen Beschuss hier, unsere Mauerbrecher. Helden hier mit reingenommen. Wie weit gehen die Mauerbrecher? Ja, das ist eigentlich, es ist der Hammer, wie weit die durchgehen. Jetzt guckt euch das an. Ich komme jetzt wirklich nur mit so ein paar Riesen hier rein, mit den ganzen Kobis. Ja, ich muss mir die noch nicht mal richtig sparen. Denn ihr seht das, ich habe ja hier auch noch die Skelettzauber. Und so ein paar Kobolde könnten natürlich hier hinten springen. Das werden sie auch, denke ich mal. Die gehen nämlich da jetzt rein. Da kriegen sie so einen punktualen Beschuss. Das ist eine easy Base hier. Und meine Armee ist ja wirklich, wirklich billig an der Stelle. Oh, nicht. Oh, nö, wo rennen die denn hin?
Ach ja, uneffektiv hier die Jungs. Da müssen wir sie noch mal durchheilen, damit die da oben noch zum Lager gehen. Aber ich denke mal, die werden eh alle hier unten rumrennen. Da muss es die Queen hier jetzt reißen mit dem King. Oder muss ich meine Clanburg noch setzen, um hier wirklich die 30.000 Elex noch zu kriegen? Die sind ja da oben noch im Lager. Vielleicht könnten die Skelette da mal hingehen. Komm, wir machen das jetzt mal kaputt hier. Also ganz locker. So sieht das hier aus. Ich bin ja Kristall, weiß ich gar nicht, Kristall 3, Kristall 1. Sogar mein King hat noch überlebt. Und die Skellies, ja, die sollen sich jetzt, oh, die sollen sich nur das Lager hier holen. Das reicht mir. Ich gebe hier auf 98%. Also so geht das hier relativ gut, kann ich euch nach wie vor sagen. Und boah, ich bin echt von den Socken, dass ich jetzt so viele Truppen schon hier auf Max Level habe. Also Rathaus 11, Road to Max R11 ist hier wirklich schon am Start. Und ich würde sagen, ich lasse gerade nichts recken. Ich muss gar nichts recken lassen. Ich muss gar nichts recken lassen. Aber hier stört mich denn doch schon ein Zauber. Kann ich den gerade verspenden? Ein Gift? Nee. Nimmt mir keiner ab, dann mache ich ihn kaputt. So, dann habe ich nämlich noch einen Skelettzauber dabei. Der King braucht gerade ein paar Minuten. Den lassen wir gerade mal ein paar Minuten recken. Okay, 44 Minuten später, ja, so ist das manchmal, wenn die Helden recken müssen und ich, jetzt muss ich mal gerade schauen und ich nicht unbedingt im Boost bin, ich muss nur gerade gucken, ob die Aufnahme läuft, dann dauert es halt 44 Minuten länger und ihr seht das, ich habe so ein bisschen, ich habe gar nicht mal so eine effektive Truppe am Start, denn die Hexe wollte ich eigentlich verspenden, aber das hat jemand anders für mich übernommen. Und ich lege in jedem Fall, boah, mal gucken, ob ich noch einen Boost einlege. 2 Tage ist nicht lange, zumal ich jetzt an den Tagen überhaupt nicht zum Farmen komme. Also wirklich, wirklich gar nicht. Kann also nicht mal zwischendurch mal eben einloggen, mal eben so einen Farmangriff machen. Wie ich das sonst immer mache, denn ich bin ganz, ganz hart in Projekten zurzeit. Und da habe ich den Kopf auch nicht so wirklich frei. Ich logge dann mal ein, gucke, was Zacko ist. Spende dann so ein bisschen und das ist dann aber auch gewesen. Mehr mache ich wirklich, wirklich, wirklich nicht. Was brauchen wir eigentlich? Wir brauchen eigentlich alles. Elex Gold, Dunkles. Elex Gold, Dunkles, so ein bisschen muss dabei sein. Ja, und der hat hier alle drei Sachen auf einmal für uns. Ich weiß noch nicht, wie wir hier reingehen. Ich glaube, wir verschwenden mal die ganze Armee hier. Wo ist die Queen? Ah, die ist auf der Seite. Okay. Dann gehen wir hier mal rein mit den Riesen hier von links, denke ich mal. Und mit unseren Magiern, die hier so ein bisschen Vorcleanup machen. Ich schicke die Hexe jetzt einfach rein. Das ist mir jetzt mal so ein bisschen egal. Und schauen wir mal, meiner hier auch mit reingesetzt. Wir spammen hier mal die ganzen Truppen rein. Mauerbrecher gehen wie weit durch? Ah, das wissen wir noch gar nicht. Dann, ach, ja, Sprung. Der Sprung war ja wieder richtig. Der war wieder richtig scheiße, der Sprung. Nämlich relativ unnötig. Und so ein bisschen Spektakel können wir hier, denke ich mal, mit den 6 Zaubern hier in der Mitte machen. Damit wir hier so ein bisschen außen können wir hier ruhig mit den Kobolden clearen. Also diese Base hier, ja, ist er jetzt auch nicht so super stark. Können wir ruhig mal machen. Alles nicht so schlimm. Wir können hier ruhig ein bisschen was ausgeben. So, Bauhütte, Bauhütte, dann haben wir unsere Tat da auch. Ja, ich habe noch eine ganz andere Tat am Start. Das ist auch cool. Das zeige ich euch gleich mal. Denn hätte ich gar nicht mal gedacht. Ah, das haben wir. Ich wollte abbrechen. Ich wollte ja abbrechen. So, 400.000 von jedem. Bisschen dunkles. Alles okay hier. So ein bisschen. So, Quick Train. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reicht das? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Ah, da fehlt der Heil. Okay. Vorne fehlt noch der Heilzauber. Ah, ne, der ist noch am Laufen. Der ist noch am Laufen, aber hier ist irgendwie ein Zauber mal wieder zu viel. Hier ist ein Zauber mal wieder zu viel. Alles so in Hetze hier. Thorsten, bleib doch mal locker hier in deinen Streams bzw. in deinen Videos. So, Heilzauber, Wutzauber. Ein Wut noch weg. Wir nehmen noch einen Sprung dabei. So ist es in Ordnung. Die Truppen leveln. Ja, alles cool.
Also, ich habe hier heute, glaube ich, ganz gut gefahren. Wir haben ein bisschen was ausgegeben. 2 Mille Angriff am Anfang. Ich denke mal, das war in Ordnung. Facecam vor allen Dingen auch nicht schlecht. Wundert euch nicht über die Folgen, die jetzt in der Woche kommen, denn die sind von mir so ein bisschen vorab aufgenommen. So ein bisschen Mix von allen. Also morgen sehen wir mal eine harte, entschuldigt bitte, Taktikfolge von mir. Auch sehr unüblich, aber ich habe mal eine gemacht. Und ich hoffe, das freut zumindest die Rathaus Neuner hier. Ich habe mir dort auch sehr, sehr viel Mühe gegeben, dass das gut für euch rüberkommt. Ich hoffe, das zollt ihr mir auch. Ich zoll euch auf jeden Fall eure vielen Daumen nach oben, eure vielen Kommentare und eure positiven Effekte hier wirklich, wirklich nett. Ich hoffe, das hat euch heute mal wieder gefallen. Also Lebenszeichen Facecam, bisschen Farmen mit dem Elva, ein bisschen CK. Und es geht hier relativ gut ab in der Base hier. Es geht gut bei Clash of Clans. Ich habe reichlich zu tun. Bis dahin. Euer Toto, Clash.